Leute brauchen Liebe. Und solange es die Liebe gibt, bin ich noch 1000 Tage, 1000 Mal in dich verliebt. Seine Julia, und der Hans liebt heute seine Monika. Darum komm, küss mich und sag nicht nein, dann bin ich dein. So war das auch schon vor 100 Jahren. Ja, schon vor 100 Jahren. Verliebt, mein Liebling, so in dich verliebt. Junge Leute brauchen Liebe. Junge Leute brauchen Liebe. Du bist für mich bestimmt, fürs ganze Leben. Du bist für mich bestimmt, was auch geschieht. Und an dem Tag, wo wir die Hand uns geben, da fängt ein Frühling an, der nie verblüht. Du bist so wunderbar jung, wunderbar jung. Und ich lieb dich sehr. Doch wenn dann Jahre vergehen, werd ich gestehen, ich lieb dich noch mehr. Du bist für mich bestimmt, fürs ganze Leben. Du bist für mich bestimmt, was auch geschieht. Du sollst mir heut dein Herz für immer geben. Dann fängt ein Frühling an, der nie verblüht. Dieser sangesfreudige junge Mann heißt Axel Enders und ist Mitglied einer Jazzkapelle. Das ist Bill, der Schlagzeuger, Axels Freund, mit dem er zusammen wohnt. Ruhe! Ruhe! Axel hat die Aufgabe übernommen, seine Nachbarinnen allmorgendlich mit einem Trompetensolo zu wecken. Hier sind die Nachbarinnen. Das ist Inge, von Beruf Mannequin und Sekretärin in einer Person. Und das ist Annie Becker. Eigentlich wollte sie Modezeichnerin werden, aber vorläufig, naja, Sie werden es ja sehen. Inge, aufstehen, genug geschlafen, raus. Noch 5 Minuten. Oh. Sage Axel, er soll endlich aufhören mit der Trompeterei. Morgen, Axel, und vielen Dank, wir sind wach. Wir aber auch. Wollen Sie endlich aufhören? Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ich liebe dich, ich liebe dich. Und ich friere, und ich friere. So, jetzt wissen wir, warum Axel die Aufgabe eines Weckers übernommen hat. Er ist in Annie verliebt. Und Annie? Ja, auch sie ist verliebt, aber nicht in Axel. Annie liebt einen König. Hier residiert seine Majestät. Er ist natürlich kein richtiger König, sondern nur ein Fürst. Das heißt, er heißt nur Fürst. Charles Fürst, der Modekönig von Wien. Hinter seinem Rücken wird er Majestät tituliert. Das ist sein Wappen mit den Initialen. Und hier ist sein Firmenschild. Das ist seine Majestät. Die Dame neben ihm ist sein Kompagnon, Fräulein Barbara Hagen, die Seele des Geschäfts. In diesem Raum arbeitet Annie. An dieser Nähmaschine verbringt sie ihre Tage. Und hier beginnt auch unsere Geschichte.
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jeden Morgen um 8 Uhr fang ich an. Ja, ja, und so ist das leider. Jeden Morgen die Arbeit, die man wieder mal nicht vermeiden kann. Geht es immer weiter? Schon so gegen 10. Ja, da will der Chef was sehen und sagt zum Personal, das nächste Mal, da musst du schneller gehen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, alle Tage das Gleiche, einerlei. Doch das macht uns gar nichts aus und wir freuen uns auf zu Haus. Und am Sonntag haben wir frei. Bevor er geht, es ist schon spät, bei Tempo wünsch ich mir. Immer wieder nehmen wir herrliche Kleider, die wir später dann leider nur bei anderen Damen sehen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, alle Tage das Gleiche, einerlei. Doch das macht uns gar nicht aus und wir freuen uns auf zu Haus. Und am Samstag und am Sonntag haben wir frei. Seine Majestät. Wer ist die Frau? Das ist Fatme. Wer ist das? Weißt du das nicht? Der neueste Flirt von Charles. Tänzerin Fatme. Sie soll eine ägyptische Prinzessin sein. Ach, von wegen Prinzessin, dass ich nicht lache. Der ist Clement Rubern, ist in der Otterkringer Straße in Wien geboren. Nichts ist an der echt, nicht einmal die Haare. Die trägt eine Perücke. Ja. Darf ich? Gerne. Jetzt wirst du das schönste Cocktailkleid sehen, was je in Salon Charles gemacht wurde. Es heißt Chanson d'amour. Hab es extra für dich entworfen. Und wie viele hast du davon angefertigt? Ein einziges Stück, nur für dich. Oh, Charles, wenn ich dir nur alles glauben könnte, was du sagst. Das wäre doch langweilig. Oh, darüber, ich kann mich bei dir nicht beklagen. Oh, Verzeihung. Was ist da, mein Kind? Ach, ich wollte nur wegen des Kleides hier. Guten Morgen. Morgen. Ja, damit gehen Sie zu Fräulein Hagen. Jawohl, Herr Fürst. Herziges Ding. Geschmackssache. Nee? Also, was hüpfen Sie denn da herum, Annie, wie ein Zosch? Na, endlich bist du da, Charles. Die Gräfin Hohenfels wartet in Kabine 3 auf dich und Frau Generaldirektor Rainer in Kabine 5. Ja, ich gehe schon. Ich wollte nur... Nein, das übernehme ich. Bitte schön. Bitte zeige ihr Chanson d'amour. Aber gern. Kabine 1. Guten Tag. Jawohl. Ich verbinde. Was sagst du dazu? Diese Clementine knutscht den Charles am helllichten Tag ab. Du bist schon wieder eifersüchtig. Ich? Lächerlich. Ich möchte wissen, warum du dich dann so aufregst. Barbara? Ja? Die Frau Generaldirektor möchte deinen Rat. Ja. Damit habe ich gerechnet. Ja, ich gehe schon. Ja, weißt du, ist wegen ihrer Linie, ich glaube, sie ist so abgemagert. Oh. Geh mal hin. Oh, die platzt vor Eifersucht. Ist das wahr, dass du die einmal heiraten wolltest? Ja, war mal der Rede davon. Na, wie gefällt dir das Kleid? Schön? Weißt du, Charles, zu dem Kleid würde wunderbar der Smaragdring passen, den ich dir neulich im Schaufenster gezeigt habe. Findest du? Sag mal, ich habe Fräulein Hagen gefragt, ob das ein Modell ist. Sie war so komisch. War sie komisch? Ja. Ich will dir die Wahrheit sagen. Es gibt ein zweites Kleid davon, weißt du? Aber das geht nach Amerika, die Tochter eines Seifenmillionärs. Ja, dafür zahlt sie zweimal so viel, als das Kleid wirklich kostet. Auf diese Weise hast du Chanson d'amour umsonst, ne? Charles! Schön! Kümmere dich lieber um Axel. Er liebt dich und er passt zu dir. Ja, Axel. Weißt du, er ist ja auch sehr nett und ich mag ihn auch wirklich, aber... Aber du liebst ihn nicht. Ich habe selber schon oft darüber nachgedacht. Ich könnte ihn vielleicht lieben, wenn... Naja, wenn... Charles nicht wäre. Ach, was du immer mit Charles willst. Axel ist eben noch zu jung und langweilig und immer müde.
aufstehen. Los, Bill, aufstehen. Das ist heute Küchendienst. Ungeküsst, so wacht man auf. So beginnt der Tageslauf. Und sofort wird das Problem akut. Ne Frau wär gut. Keine bringt meinen Kaffee. Und man sagt sich, ach herrje, käm doch eine, die mal sowas tut. Ne Frau wär gut. Eine, die stets weiß, wo der saure Hering steht. Wenn der Kater von der letzten Nacht nicht geht. Eine Frau, die hilft, wenn der Mann verzweifelt ist, weil er wieder den Manschettenknopf total vermisst. Und das Loch in dem Jackett, wenn man dafür jemand hätte, mit ner Nadel und nem Fingerhut, ne Frau wär gut. Geht Besuch mal nicht nach Haus, wer wirft dann die Gäste raus? Dazu braucht man jemand mit viel Mut, ne Frau wär gut. Liegt man krank als schwacher Mann, wer legt dann Kompressen an und behält die Hand bei Fieberglut? Ne Frau wär gut. Eine, die stets weiß, dass ein Mann so wertvoll ist, auch wenn er einmal den Hochzeitstag vergisst. Eine Frau, die ihm all den Staub vom Schreibtisch fegt und die seinen teuren Blumenstrauß 6 Wochen pflegt. Irgendwann tritt jeder Mann auf dem Standesamt mal an. Und an Steuern spart man auch noch eine Frau. Muss sein. Einen Moment, Fräulein Talbot. Ich muss mal nachsehen, ob er da ist. Herr Fürst, Fräulein Talbot ist am Apparat. Soll ich Sie verbinden? Aber natürlich. Und das heißt, nein. Sagen Sie, ich rufe sofort wieder zurück. Liebling, die Pflicht ruft mich. Ist sie blond? Aber ich bitte dich, ich muss mit Pierre telefonieren. Monsieur Pierre Papillon Junior. Du weißt doch, wer das ist. Sein Vater hat 2 Dutzend Warenhäuser in ganz Frankreich verstreut. Aber die Pariser Modehäuser weigern sich, ihm Modellkleider zu liefern. Und das soll ich jetzt tun. Der alte Papillon will mich ganz groß rausbringen, weißt du? Hat seinen Sohn hier als Botschafter hergeschickt. Aber der kam noch nicht allein. Wieso? Ach, du meinst die erste Direktrice aus Paris? Wie heißt sie denn nur? Die heißt Madeleine Talbot. Und du hast ihr 100 rote Rosen geschickt, du Schuft. Wehe dir, wenn du mich mit ihr betrügst. Fatma, das liebe ich nicht. Was liebst du nicht? Das Betrügen und ob du das liebst? Aber das Fräulein Talbot interessiert mich doch nur rein geschäftlich. Wenn der Vertrag mit dem alten Papillon klappt, bedeutet das für mich Millionen. Millionen? Mhm. Das klingt sehr gut. Na siehst du, eines musst du dir merken. Bei mir ist Liebe Liebe und Geschäft Geschäft. Bei mir nicht immer. Verzeihung. Die scheint uns geradezu zu verfolgen. Ja, was wollen Sie denn, Annie? Ich sollte mich mit dem Kleid bei Ihnen vorstellen. Aber doch nicht hier. Ich komme jetzt hinüber. Entschuldigung. Ich dachte, das wäre hier dein Privatbüro. Ja, ist es auch. Annie? Ja? Kommen Sie mal her zu mir. Sie werden sich doch hoffentlich in Charles nicht verlieben. Oh nein, nein, ich werde mich bestimmt nicht... Ich befürchte, Sie sind es schon.
Ob das die richtige Methode ist, Porzellan abzutrocknen? Man spart dabei Geschirrtücher. Und zerschlägt Porzellan. Ich glaube, Axel, eine von uns müsste bald heiraten. Dann könnte ich bei euch jeden Tag Mittag essen. Ja, na, dann heirat doch selber. Oh, hat die Anni wieder Nein gesagt? Na, diesmal nicht. Hat mich gar nicht ausreden lassen. Oh, du, ich hab's fast vergessen. Ich habe für dich zwei Kinokarten für heute Abend. Frank Sinatra singt. Weißt du, das ist der richtige Moment für einen Heiratsantrag. Wenn der Frankie-Boy singt, da schmelzen die Mädchen dahin. Wenn du dann Anni fragst, ob sie heiraten will. Ja, dann wird sie bestimmt Ja sagen. Meinst du? Natürlich. Aber nicht mich, sondern Frankie Boy. Ja, die Karten nehme ich aber auf jeden Fall. Ja, du rufst Anni am besten gleich an. Nein, weißt doch, Charles hat sämtliche Privatgespräche verboten. Am besten ist, wir fahren bei Anni vorbei. Bitte nehmen Sie doch Platz. Merci beaucoup. Wir haben gehofft, dass dieses Mal auch Ihr Vater mitkommt. Ja, das habe ich auch geglaubt. Ich war schon auf dem Flugplatz, als er plötzlich abgesagt hat. Mein Papa ist in seinen Entschlüssen so sprunghaft wie ein Känguru. Ich bin wirklich sehr neugierig auf ihn. Ich habe schon so viel über ihn gehört. Ja, dann haben Sie sicherlich auch gehört, dass er ein sehr misstrauischer Mensch ist. Man sagt, dass er, wenn er hat gegeben, jemandem die Hand, jedes Mal nachzählt, ob seine Finger noch alle da sind. Es wird wohl nicht so schlimm sein. Doch, es ist fast so schlimm. Aber zu seinem Junior, er hat vollstes Vertrauen. Nur seine Reklametricks, er findet manchmal ein bisschen übertrieben. Er hat sich schon daran gewöhnt. Wo bleibt Charlie? Er überprüft noch einmal die Kleider. Trinken Sie keinen Pernod? Ich habe ihn extra für Sie besorgt. Oh, Sie haben nicht vergessen. Nein. Merci, Madame Grand, merci. Ja, wir fahren an, ja? Ihr erster Ball. Oh, Ihr erster Ball. Entzückend. Moulin Rouge. Hai Tang. Apropos, wir müssen wieder einmal chinesisch essen. Aber nicht hier in Wien. Sommerflirt. Ich würde noch viel mehr applaudieren, Charles, wenn ich nicht Angst hätte, Sie erhöhen die Preise. Ein Tageskleid für Teenager von 12 bis 35, genannt Goodbye Elvis. Goodbye Elvis, formidabel. Ich bin sicher, das wird gefallen, mein alter Papa. Chanson d'amour. Etwas für den Strand. Die Kombination heißt Sesam, öffne dich. Aber jetzt ist genug, du hältst uns die Polizei auf den Hals. Très joli. Gut geölt, sagen Sie, Mademoiselle, können Sie das selber machen? Das ist unmöglich. Ich schlage vor, Madame, wir liefern zu dieser Kombination eine Kammerzofe. Oder einen Ehemann. Oder einen Hausfreund. Danke für die Blumen. Sehe ich Sie heute Abend? Wenn Sie wollen. Pierre wollte heute Abend nach Grinsing fahren zum Eurigen. Pierre, Pierre. Kein Schritt ohne Junior. Ich muss auf ihn aufpassen. Ich habe eher das Gefühl, er passt auf Sie auf. Charles, ich werde meinem Vater das Allerbeste von Ihnen berichten. Ich werde schildern Ihren auserlesenen Geschmack und Ihr künstlerisches Genie mit den allerschönsten Worten. Nehmen Sie gar keinen Pernod? Wenn Sie uns noch etwas übrig lassen. Aber was nützt auserlesener Geschmack und künstlerisches Genie ohne Reklame, ohne Propaganda von amerikanischem Ausmaß? Ich muss einen ganz tollen Trick finden, um sie mit einem Schlag berühmt zu machen. Du, Axel, das geht hier nicht. Da kann jeden Augenblick jemand kommen. Ist das dein letztes Wort? Du, Axel, du weißt doch ganz genau, dass es unmöglich ist. Wir werden auch heute Überstunden machen wegen der Kollektion für Paris. Diese ewigen Überstunden. Du solltest dich bei deiner Gewerkschaft beschweren. Aber ich arbeite doch gern. Also gehst nicht mit?
Ich würde rasend gern mitkommen. Du weißt doch, wie sehr ich Frankie Boy liebe. Ach so. Seinetwegen würdest du mitgehen, hm? Aber Axel, deinetwegen natürlich auch. Aber es geht eben nicht. Du, da kommt jemand. Ja. Ich bin überzeugt, Madame, mein Papa wird begeistert sein von diesen jugendlichen Modellen. Das freut mich. Oh, Chanson d'amour. Sagten Sie etwas? Ich habe nur laut gedacht, Chanson d'amour ist besonders hübsch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Fräulein Talbot. Au revoir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Monsieur Pierre hat einen gewaltigen Zug. Du, ich habe eine großartige Idee für ein Cocktailkleid. Charles, ich muss mit dir reden. Ei, das klingt wie ein Moralpredigt. Es soll auch eine werden. Habe ich nicht gerne. Unsere Verlobung ist schon lange aufgelöst. Unsere dritte Verlobung. Und es gehen mich als Frau deine verschiedenen Eskapaden nichts mehr an. Aber als dein Geschäftspartner kann ich es von dir verlangen, dass unser Betrieb von deinen Liebesabenteuern verschont bleibt. Wie meinst du das? Lass die Finger von Annie. Welche Annie? Du weißt es ganz genau. Sie ist schließlich noch ein Kind. Kind? Du meinst die kleine Bäcker? Nein, nein, Barbara, das hört nun doch auf. Mein Gott, jetzt hörst du wirklich die Flöhe wachsen. Husten. Na ja, husten oder wachsen. Das wäre wirklich böse. Wie findest du das? Schön? Sehr hübsch. Bitte, hier sind einige Rechnungen. Willst du sie dir nicht ansehen? Ja. Ach, nein, machst du das. Ja, aber ich weiß doch nicht, ob das alles in Ordnung ist. Es sind einige private Dinge dabei. Hier zum Beispiel 100 rote Rosen ins Hotel Sacher für Fräulein Madeleine Dalbon. 100 rote Rosen? Ja, weißt du, das war ein... das sind Blumen. Ja. Das sind Blumen. Weißt du, das kannst du auf Geschäftsunkosten. Na, ich möchte den Steuerprüfer sehen, der das akzeptiert. Ja, ich auch. Du sag mal... Schaffen wir das mit der Kollektion? Ja, heute Nacht ist alles fertig. Alles fertig? Das ist großartig. Also bist du es. Bist du ein Engel? Bist wirklich einmalig. Du auch. Ach ja, Baba, bevor ich es vergesse, morgen kommt Pierre noch mal vorbei um 4 Uhr, um die vollständige Liste abzuholen. Ich bringe ihn dann zum Flugplatz. Nur Pierre? Fräulein Talbot bleibt hier? Ja, nein. Fräulein Talbot bringe ich dann auch zum Flugplatz. Kinder, ich habe gerade Sekt servieren müssen. Majestät nimmt Abschied von Madeleine. Cheerio. Cheerio. Unser Abschiedstrunk. Denn sehr traurig. Sie sehen sehr lustig aus, wenn Sie traurig sein wollen. Mhm. Auf Wiedersehen in Paris. Haben Sie in Paris mehr Zeit für mich? Hoffentlich. Oder steht dort der Knabe Pierre wieder zwischen uns? Nicht die mehr. Nicht die mehr? Nein. Oh, écoutez, Madeleine, ce n'était pas très chic de m'avoir planté. Madeleine ist nicht sehr nett zu mir gewesen. Sie ist mir gestern Abend ausgerückt. Ausgerückt? Ich? Sie sind von mir in ein Taxi gestolpert und auf der anderen Seite wieder ausgestiegen. Bin ich das? Aber ich bin dann doch wieder reingestiegen. Oh, jetzt verstehe ich, der Ohrfeige. Das war ein fremdes Taxi und eine fremde Dame. Aber jetzt sind Sie glücklich hier. Pernod? Sie haben noch Pernod? Warum soll ich kein Pernod haben? Weil ich das Gefühl habe, ich habe heute Nacht der gesamte Pernod-Bestand von ganz Wien ausgetrunken. Nein, ich möchte keine Pernod, aber Eis. Eis können Sie mir geben. Bitte. Bitte. Danke. Wir können meinen Eisbeutel auftanken. 21, 22, 23, 24. Haben wir nicht 25 Angestellte? Doch. Mit mir. Nee, aber du kannst doch keine Nylonstrümpfe gebrauchen. Warum nicht für meine Braut? Also dann behalte dir diese da. Danke. Wie weit sind die Briefe? Der letzte. Ich danke Ihnen für die anstrengenden Stunden, die Sie für mich in den letzten 2 Wochen geopfert haben. Das ist ein bisschen hochtrabend. Herr Fürst muss natürlich die Karten selbst unterschreiben. Das hat er versprochen. Jetzt gehen Sie. Der Junior liegt gleich platt auf der Nase.
Die fliegen nach Paris. Ach, Paris muss es dort schön sein. Wenn alles gut geht, fliege ich mit. Wieso denn? Na, es muss doch jemand dabei sein, der im Notfall einen abgerissenen Saum wieder annähen kann. An die Arbeit, meine Damen. Kinder, ich weiß etwas. Was denn? Erzähl, Fritzchen. Wenn Majestät vom Flugplatz zurückkommt, gibt es Bescherung. Jede bekommt 6 Paar Nylons. Ich habe meine schon. Stellt euch also gut mit mir. Ja? Ah, du bist es, Fritzchen. Komm mal schnell her. Dieses Becken gibst du heute Abend in Tivoli ab. Für Fräulein Fatme. Hm? Prima Weib. Ja, sei nicht vorlaut. Ihr braucht es aber niemand zu wissen. Diskretion, Ehrensache. Ja, warte, ich schreibe noch ein paar Zeilen dazu. Charles? Ja? Na, hier muss auch mal anständig Staub gewischt werden. Ja. Das finde ich auch. Es gibt viel Staub. Was gibt's denn, Barbara? Ärger wie immer. Der kleine Wurm vom Finanzamt mit der hohen Fistelstimme hat schon wieder angerufen. Er heißt aber Warm. Also gut, der kleine Warm. Sind die Karten alle unterschrieben? Ja, ja, ich bin gerade fertig. Hier, hier ist die letzte. So, das gibst du Fräulein Inge. Nein, nein, lass nur, das mache ich lieber selber. Du musst natürlich auch einige feierliche Worte an die Mädchen richten. Ja, ja, natürlich. Meine lieben, süßen, kleinen Mädchen. Na, na, bitte, Charles, feierlicher. Bitte noch feierlicher. Meine Damen, ich möchte mich noch einmal, abgesehen von dem kleinen Geschenk, das Inge jetzt überreicht, auch persönlich für eure Ausdauer und euren Fleiß bedanken, mit dem ihr es in Tag- und Nachtarbeit ermöglicht habt, für die erste Pariser Modeschau unserer Firma eine erstklassige Kollektion fertigzustellen. Ich hoffe, wir haben Erfolg und ich danke Ihnen. Prosit! Prost! Er hat dir ein Cocktailkleid geschenkt? Na, da muss er sehr in dich verliebt sein, der gute Charles. Das ist er auch. Jetzt bin ich nur neugierig, ob er mir auch den Smaragdring schenkt, auf den ich schon einige Male angespielt habe. Herein! Vergiss den orientalischen Akzent nicht. Keine Angst, meine Liebe. Guten Abend. Ich soll das hier abgeben von Herrn Fürst. Der Ring? Gib her. Nur höchstpersönlich abzugeben. Danke, mein Junge. Ach, wie ich dich beneide. Smaragde liebe ich auch über alles. Parfüm. So ein Schmutz, Jan. Was steht in dem Brief? Na, was wird schon drinstehen? Dass er mich liebt, dass er mich das interessieren würde. Darf ich lesen? Meinetwegen. Ich danke Ihnen für die anstrengenden Stunden, die Sie für mich in den letzten 2 Wochen geopfert haben. Was steht denn bei dir? Ich danke Ihnen für die anstrengenden Stunden, die Sie für mich in den letzten 2 Wochen geopfert haben, Charles Fürst. Und bei dir auch? Natürlich, bei dir etwa nicht? Ja, doch, doch. Was ist los? Warum spielst du nicht? Die Annie. Bitte? Ich bin mit Majestät verabredet. Bitte? Ich meine mit Herrn Fürst. Ach so. Seine Majestät, Charles Fürst. Darf ich bitten? Ja.
Guten Abend. Ich danke für die Einladung. Bitte, bitte. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Die anderen haben genauso viel gearbeitet wie ich. Ja, ja, die haben gearbeitet. Aber die können nicht so bezaubernd lächeln wie Sie. Chanson d'amour steht Ihnen großartig. Ja? Woher wussten Sie eigentlich, dass es mein Lieblingskleid ist? Ja, ich wusste es eben. Ne? Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ja. Jetzt habe ich aber genug. Entweder bläst du anständig oder hörst du auf. Diesen Brief werde ich für alle Ewigkeit aufheben. Ja? Wenn Sie wüssten, wie kurz so eine Ewigkeit ist. Darf ich mal sehen? Ja. Ja, entschuldigen Sie einen Moment. Ich habe ein kurzes Telefongespräch zu erledigen. Darf ich bitte einen Aperitif bringen? Einen Aperitif? Ja, vielleicht Martini, halb und halb. Nein, einen ganzen bitte. Einen ganzen? Ja. Bitte. Ja, Fatma, hier ist Charles. Hallo. Du wagst es noch bei mir anzurufen, nach diesem unverschämten Brief. Ja, aber Fatma, ich will nur... Ich weiß schon, was du willst. Wahrscheinlich die Rechnung präsentieren für diesen geschmacklosen, scheußlichen Fetzen, den du größenwahnsinnigerweise auch noch als Cocktailkleid bezeichnest. Wie oft aber Fatma... Wie oft hast du mir das Barack im Schaufenster gezeigt und du willst mich mit deinem billigen Parfüm abspeisen? Ich hab also... Entschuldigen Sie. Haben Sie Ärger gehabt? Ja. Nein, wie man es nimmt. Darauf muss ich jetzt einen trinken. Zum Wohl. Prost. Oh. Ui, ist das stark. Vielleicht sind Sie doch nicht gewöhnt. Nein, Majestät. Oh. Was haben Sie gesagt, Majestät? Ja, das ist Ihr Spitzname in der Firma. Haben Sie das nicht gewusst? Nein. Ich weiß wahrscheinlich vieles nicht, was man in der Firma über mich spricht. Erzählen Sie mir doch etwas. Oh, ich kann doch nicht wetzen. Jedenfalls die Fatme, die haben wir Ihnen alle übel genommen. So? Ja. Alle? Naja, besonders ich. Mhm. Da muss ich Ihnen was Neues erzählen. Die Austern, bitte. Ja, danke, das mache ich schon. Darf ich? Ich habe noch nie Austern gegessen. Nein? Wie isst man die? Ach, ganz einfach. Bisschen Zitrone drauf. So? Sehr schön. Jetzt lassen Sie auf. Man sagt, Austern schmecken nach dem Meer. Ich kann das nicht so beurteilen, ich war noch nie am Meer. Man muss ich es Ihnen mal zeigen. Ach, das wäre himmlisch. Ja, ich meine, vielleicht machen wir mal eine Modeschau, ne? In Riviera, in Cannes oder in Carlo. Ach so. Naja, vorläufig fahren wir erstmal nach Paris. Und Paris liegt nicht am Meer. Nein. Paris liegt an der Seine. Szene habe ich auch noch nie gesehen. Na ja, darüber lässt sich reden. Ja, schau dir das an. Schau, wie sie mit ihm flirtet. Ich weiß nicht, warum du dich so aufregst. Bist du mit Annie verlobt? Nein, aber ich... Ach, du weißt doch ganz genau, dass Annie in ihren Chef verknallt ist. Aber das bildet sie sich nur ein. In Wirklichkeit liebt sie nur mich, einzig und allein. Sie weiß es bloß noch nicht.
Ich bin heute so froh und ich fühle mich so. Ich bin glücklich. Das finde ich schön. Und ich glaube es kaum, alles ist wie im Traum wunderbar. Das kann ich verstehen. Der Schein von Kerzenlicht, Musik dazu für uns zwei. Wie nett Sie das sagen. Was ringsumher geschieht, ist heute so einerlei. Ich dachte auch sowas. Nie hätte ich mir gedacht, dass die Annie heute Nacht in die Bar geht. Ja, so sind die Frauen. Doch was sag ich ihr nun und was soll ich nur tun morgen früh? Man soll nie Frauen vertrauen. Sie sehen reizend aus in diesem Kleid, Modell Chanson d'amour. Dieser Abend ist schön und seitdem wir uns sehen, fühle ich nur unerhört, wie sie ihn verehrt. Ist das ein Benehmen? Bring dich doch nicht gleich um. Ich bin sehr dumm. Na, was ist heute bloß mit den Musikern los, mit den beiden? Sie meinen die zwei, ja, die Jungs sind okay und sie haben den Dreh richtig raus. Die jungen Mädchen fliegen immer gern auf solche Herren. Möglichst graumeliert und so raffiniert, dass der Annie sowas passiert. Du doch ein, dass ich den beiden nachfahren muss. Wenn ich es nicht einsehe, dann fahre ich trotzdem nach. Wo wohnen Sie, Annie? In der Straußgasse, aber ich will zuerst zu Ihnen. Zu mir? Ja, ich muss doch das Kleid ausziehen. Ja, aber doch nie bei mir. Ich fahre Sie jetzt nach Hause. Na, ich habe doch keinen Hausschlüssel. Wo ist er denn? Der ist in meiner Handtasche. Wo ist Ihre Handtasche? Die ist bei Ihnen im Geschäft. Ich habe mich dort umgezogen. Die alte Tasche konnte ich nicht zu diesem Kleid tragen. Ach so, jetzt begreife ich alles. Na ja, fahren wir ins Geschäft. Aber nur ein bisschen. Wer bekommt eigentlich dieses Kleid? Eine Seifenprinzessin aus Texas. Chanson d'amour. Ein symbolischer Name. Hm? Sie erfinden immer so hübsche Namen für ihre Kleider. Ja. Ja, nur die Frauen, die in den Kleider stecken, sind selten so hübsch wie Sie. Ich bin nicht hübsch, das weiß ich ganz genau. Aber Sie sind bezaubernd, Annie. Und das ist viel mehr als landläufig hübsch. Hm? Sie haben Charme, sprechende Augen und einen vielversprechenden Mund. Tun Sie das. Inzwischen mache ich einen Kaffee. Ja.
Siehst du was? Nein, ich hab nur was gehört. Das kommt vom Denkmal. Von dem Trompeter. Der ist doch aus Stein. Glaubst du, dass der lebendig geworden ist? Das Pferd hat doch auch gewiehert. Das ist doch auch aus Stein. Da spuckt's. Sie wollen schon gehen? Ja, es ist schon spät. Ja, aber erst trinken Sie noch einen Kaffee. Sicher einen Betrunkener. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, Sie, da kommen Sie da runter. Was, ich? Na, wer denn sonst? Selbstverständlich Sie. Na, kommen Sie, kommen Sie. Na. Sagen Sie mal, sind Sie betrunken? Ich? Nein. Na, dann sind Sie verrückt. Auch nicht. Bin nur verliebt. Dafür habe ich sehr viel Verständnis, aber das ist doch kein Grund, mitten in der Nacht auf ein Denkmal zu steigen und Trompete zu blasen, nicht? Was für eine Erklärung haben Sie dafür? Habe ich. Sehen Sie den großen Wagen da drüben? Nein, sehen Sie vielleicht einen? Na, aber das... Nein, jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr. Ich fahre jetzt sicher zu ihm. Sie, lassen Sie das, ja? Wenn Sie unbedingt blasen wollen, dann blasen Sie einmal da hinein. Warum? Ja, wenn Sie Alkohol intus haben, dann färbt sich das schön grün. Wie macht man das? Geben Sie her. Inge! Was ist los? Wer ist denn da? Ich bin's, Axel. Ja, mach schon auf. Ja, ich komm ja schon. Was soll denn das mit mir? Hör mal, in der du Nacht? Musst besser auf Anni aufpassen. Du weißt doch, wo sie jetzt ist? Natürlich, die liegt in ihrem Bett und schläft. In ihrem Bett? Ha, dass ich nicht lache, die ist bei ihrem geliebten Charles. Wie kommst du darauf? Ja, zuerst waren sie bei uns in der Bar, dann sind sie gemeinsam ins Geschäft gefahren, ich natürlich hinten nach und. Ja, dann habe ich sie aus den Augen verloren. Ich habe mit der Polizei eine Kontroverse gehabt. Jetzt ist sie sicher bei ihm, dieses dumme Mädchen, der wird sie noch ganz unglücklich machen. Aber ab. Das braucht nicht deine Sorge zu sein. Das braucht nicht meine Sorge zu. Wie, du bist wirklich da? Wie du siehst, ja. Und außerdem, seit wann darf ich nicht das machen, was ich will? Wir sind ja schließlich Freunde. Ja, aber mehr nicht. Ja, leider. Mir liegt's ja nicht. Ja, du weißt ja, ich würde dich sofort heiraten, aber du lass dich ja lieber von diesen lackierten Affen den Kopf verdrehen. Hast du eben lackierter Affe gesagt? Ja, genau. Raus! Oh. Was sagst du dazu? Dass er recht hat. Frag ich dich überhaupt. Du warst ja schon immer gegen Charles. Natürlich bin ich gegen ihn. Schließlich sitze ich am Telefon und muss tagtäglich die Gespräche mit seinen verschiedenen Damen mit anhören. Ah, du hörst die Gespräche ab. Ja? Sein Liebesleben ist so kompliziert wie eine verzwickte mathematische Formel. Einstein hätte seine Freude dran gehabt. Einstein? Wer ist denn das schon wieder? Und mir ist ganz egal, was du denkst oder Axel, um von diesem Herrn Einstein gar nicht zu reden. Ich liebe Charles und damit gute Nacht. Gute Nacht. Halt! Das Wichtigste habe ich vergessen. Und das Zweitwichtigste auch. Was ist das Wichtigste? Also das Wichtigste ist... Nee, das ist eigentlich das Zweitwichtigste. Na, die Reihenfolge ist egal. Also erstens, Charles hat mit Fatme Schluss gemacht. Hat er das? Und zweitens, ich fahre mit euch nach Paris. Wirklich? Ja. Herrlich. Ciao. Schau hier, was mir Charles geschenkt hat. Ein Bilderbuch. Eine Medinette in Paris. Das finde ich wunderbar, dass du mitkommst. Aber jetzt gute Nacht. Gute Nacht.
nett, so schönes Paris. Midi, midi, nett, wie ein Paradies. Midi, midi, nett, vom Place d'Etoile. In die Stadt zu fahren, das ist ideal. Midi, midi, nett, die Straßen sind schick. Und von überall, da lacht dir das Glück. Midi, midi, nett, da winkt ein Monsieur. Midi, midi, nett, bonjour und adieu. Wenn Sacré-Cœur siehst, das von Ferne her grüßt, dann wirst du verstehen, vieles kann vergehen, doch nie, dass Paris wunderschön ist. Schau dir Notre-Dame an, schau den Platz davor an. Eine bunte Welt ist dort ausgestellt, die schildert in Bildern Paris. Midi, midi, net, so schönes Paris. Midi, midi, net, wie ein Paradies. Midi, midi, net, Paris ist Musik und ein jedes Herz, das findet dort Glück. Leise rauscht die Seine. Auf dem Fluss die Schwäne. Lauschen, wie es singt und so zärtlich klingt. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. All die jungen Pärchen träumen so viel Märchen. Ein verliebtes Lied durch die Straßen zieht. Je t'aime, je t'aime, chérie. Vom Ufer der Seine ein letzter Blick. Mein Herz, das bliebe so gern zurück. Achtung, Achtung! Die Air France gibt die Ankunft ihrer Maschine aus Wien bekannt. Vom Balkon aus angeschaut. Na, Anni? Axel? Das war doch eben Axel. Ja, es klang so. Gefällt dir Paris? Ich hoffe, du hast mir verziehen. Oder hast du mich schon ganz vergessen? Viel Glück in Paris und denk immer daran, ich lieb dich. Ich lieb dich. Das hast du doch hier hineingeschmuggelt, was? Was hätte ich denn machen sollen? Axel hat mir keine Ruhe gegeben. Ist denn das so schlimm? Eigentlich nicht. Willst du dir das Band nicht weiter anhören? Es ist doch was drauf. Bitte, meine Herren, Sie wollten Arbeitsatmosphäre haben. Et voilà. Halt, 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 meine Herren, bevor Sie darauf losknipsen, müssen Sie meine neueste Komposition probieren. Ich hoffe, der Name wird Ihre demokratische oder republikanische Gesinnung nicht verletzen. Er heißt King Charles Cocktail. Oh. À votre santé. Santé. Ist aber gut. Darf man das Rezept erfahren? Natürlich. Pernod, Wermut, Angostura, ein paar Tropfen Zitronen und in Ihr Glas, mein lieber Charles, habe ich noch gemixt eine Prise Arsen. Weil Sie mir Madeleine abspenstig gemacht haben. So, und nun an die Arbeit. Oh, Musik haben wir auch. Formidabel. Oh, ich habe nicht richtig gedruckt. Wo ist das Druckerchen? Hier. Ah, da. Formidabel. So, darf ich das hübsche Kleidchen haben? Sie müssen ein bisschen lustig sein.
bist. Schau, sie nehmen ein bisschen der Kleid in die Hand. So, zeigen es zu Madeleine. Madeleine nimmt die Hand da. So, und nun erklären Sie etwas von das Kleid. Oh, no, 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 Charles, sagen Sie etwas. Wie ich Ihren schöpferischen Geist kenne, hat das Kleid bestimmt einen wunderschön klingenden Namen. Oh ja, das hat es. Chanson d'amour. Oh la la, Chanson d'amour. Ein beziehungsvoller Name. Also bitte jetzt Position. Ja, also. Madame, dieses Kleid habe ich extra für Sie entworfen. Hallo. No, 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 Charles, das war nicht gut. So geht das nicht. Sie haben, wie sagt man gleich, geschwankt. Das tut er öfters. Ja. Oh, Mademoiselle Hagen, kommen Sie. Sie müssen unbedingt auch auf die Platte. Nein, danke. Ich bin es gewöhnt, bescheiden im Hintergrund zu wirken. Anne Inge, komm mal mit. Sobald die verschwunden sind, macht ihr beide Ordnung. Ja, ja. Nettes Zimmer haben Sie, Annie. Aber von Paris haben Sie noch nicht viel gesehen. Noch gar nichts. Nein, ich auch nicht. Nach der Modenschau holen wir beide alles nach. Heute haben Sie leider noch Zimmerarrest. Die Kleider müssen nun mal bewacht werden. Ich bin ja deshalb mitgenommen worden. Ich glaube, die gehen jetzt. Und was geschieht jetzt? Ja, jetzt machen wir vielleicht auf die Treppe ein paar Fotos. Meine Herren, wollen Sie schon in Stellung gehen? Mhm. Charles, Sie könnten mit Madeleine vielleicht das Geländer herunterrutschen. Monsieur Papillon, Monsieur Papillon möchte Sie sprechen. Ich? Mich? Ja, Ihr Herr Vater, er ruft aus Nizza. Ja, ich komme gleich. Aus Nizza? Ich dachte, er ist in London. Ja, das dachte ich auch. Bei meinem Papa weiß man nie, wo er gerade steckt. Überall taucht er plötzlich ganz unerwartet auf. Der anstrengendste Vater, den ich je hatte. Excusez-moi, passen Sie auf den Pernod auf, ja? Komisch und Kauz. Auf den war ich eifersüchtig. Hm? So, Anni, die Tür ist abgeschlossen. Sie müssen auch Ihr Zimmer fest zuriegeln, wenn Sie allein sind. Ja. Es wird bestimmt sehr langweilig für Sie sein. Soll ich Ihnen ein paar Krimis borgen? Ich habe ein großartiges Buch, 17 Leichen. Oder wollen Sie lieber was mit Gespenstern? Nein, nein, danke. Nein? Da bekomme ich nur Angst. Wie Sie wollen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich könnte dich vielleicht für eine Zeit vertreten. Danke, Inge. Bleib ganz gern auf meinem Zimmer. Au! Du bist langsam fett, meine Liebe. Kinder, das Programm im Lido soll toll sein. Und die arme Annie darf nicht mit. Eine ganze Flasche, ist das nicht ein bisschen viel? Oh, das schaffe ich schon. Also hast du dir die Sache überlegt, soll ich dich nicht ablösen? Nein, danke. Wie du willst. Gute Nacht. Inge? Ja? Wohin geht ihr eigentlich? Ins Lido. Alle? Wenn du wissen willst, ob seine Majestät mitkommt, so muss ich dir leider sagen, ich weiß es nicht. Was, Charles? Der kommt bestimmt nicht mit. Der turtelt viel lieber allein mit Madeleine. Wiedersehen, Kleines. Wiedersehen. Gute Nacht, Anni. Wiedersehen, Anni. Wiedersehen. Gute Nacht, wir bringen dir was mit. Und vergiss nicht, die Tür abzusperren. Nein.
Liebe kann doch keiner fliehen. Nicht erst heute ist das so, das war so, oh, schon 100 Jahre. Junge Leute brauchen Liebe. Und solange es die Liebe mal in dich verliebt. Romeo liebt als seine Julia und der Hans liebt heute seine Monika. Darum komm, küss mich und sag nicht nein, dann bin ich dein. So war das auch schon vor 100 Jahren. Schon vor 100 Jahren. Junge Leute brauchen Liebe, ohne Liebe kann noch keiner leben. Nicht erst heute ist das so, das war so, auch schon vor 100 Jahren. Bin ich noch 1000 Tage, 1000 Mal in dich verliebt, mein Liebling, so in dich Mademoiselle? Ich bin nämlich ganz allein. Ich weiß. Es soll uns auch niemand stören. Ja, aber ich... Oh, aber Sie keine Angst. Ich tue Ihnen nichts. Aber wollen wir uns nicht setzen? Hm? Wie gefällt es Ihnen in Paris? Oh, ich habe noch nicht viel von Paris gesehen, aber ich glaube, es muss sehr schön sein. Es ist sehr, sehr schön. Hätten Sie nicht Lust, längere Zeit hier zu bleiben? Ich in Paris? Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen, mon enfant. Ich bin nicht der Generalsekretär von Monsieur Papillon Senior. No, 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 no. Ich habe mich dieser winzigen List bedienen müssen, um Sie unbedingt ungestört sprechen zu können. Oh, aber bitte setzen Sie sich. Ich werde sofort den Portier rufen. Oh, das würde ich Ihnen nicht raten. Sie ist klein, maybe. Aber die Kügelchen könnten einen Ochsen umbringen. S'il vous plaît. Hallo, Mademoiselle. Ich bin im Auftrag einer Finanzgruppe hier, die das größte Interesse daran hat, dass die geplante Modeschau morgen nicht stattfindet. Hören Sie mich ruhig an. Sie erhalten einen Vertrag für eines der größten Warenhäuser in Paris. Voilà. Hier ist der Vertrag. Und außerdem bekommen Sie 2000 Francs. Neue Francs, versteht sich? Und morgen haben wir wieder 2000 Francs. Neue Francs, natürlich. Falls Sie uns bei der Ausführung unseres Planes behilflich sind. Herr Terrier. Oh, naturellement. Oh, Sie wollen wissen, was Sie zu tun haben. Oh, ich bin so vergesslich. Excusez. Also, Sie müssen verhindern, dass die Modeschau stattfindet. Aber ich kann das gar nicht, selbst wenn ich es wollte. Wie sollte ich das fertigbringen? Aber nichts einfacher als das. Sie brauchen die Kleider bloß zu zerschneiden. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Voilà, c'est tout. Zerschneiden die Kleider? Eine Arbeit von kaum 10 Minuten. Und dafür erhalten Sie 4000 Francs und einen Vertrag für eines der größten Warenhäuser in Paris auf 3 Jahre mit dem dreifachen Gehalt dessen, was Sie bis jetzt verdient haben. Nur, ich bitte Sie, ist das ein Angebot? Ja, und zwar ein sehr schmutziges. Ansichtssache. Das tue ich nie. Wir können Sie nicht zwingen, no. Aber wir werden Mittel und Wege finden, die geplante Modeschau zu verhindern. Ich bin an sich kein Freund von Gewalt, aber mein Kompagnon, der ist aus Chicago, oh la la, der ist anderer Ansicht. Oh.
Mir persönlich tut dieser Schallfürst leid. Er soll ein sehr sympathischer Mensch sein und er ist eigentlich noch nicht alt genug, um schon unbedingt sterben zu müssen. Sterben? Gute Nacht, mein Kind. Herr Taillier! Sagen Sie ruhig Gaston zu mir. Ich habe... Sie haben sich die Sache überlegt, sehr vernünftig. Eh bien, hier ist das Geld, voilà. Oh, bitte. Ja, und den Vertrag? Ich meine, ich muss da etwas in der Hand haben. Aber mein Kind, Sie haben das Geld in der Hand. Das ist der Beweis, dass wir Ihrem Wort trauen. Aber nun müssen Sie auch zu uns Vertrauen haben. Eh? Und außerdem müssen Sie sehr geschickt zu Werke gehen und sehr vorsichtig, erst im allerletzten Moment, bevor die Mannequins mit dem Umziehen beginnen. Eh? Compris? Haben Sie verstanden? Ja, Herr Terrier. Au revoir. Und noch etwas? Sollten Sie versuchen, uns zu hintergehen? Dann wird unweigerlich mein Kompagnon in Aktion treten. Sie wissen, der aus Chicago. Bonbon. Machen Sie es gut. Hallo? Ja, bitte verbinden Sie mich ganz schnell mit dem Appartement von Herrn Charles Fürst. Aber er muss gestört werden, ob er will oder nicht. Das ist sehr wichtig. Jawohl, ich übernehme die Verantwortung. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht gestört werden möchte. Aber schade. Wer wird sich so ärgern? Oh ja. Sparen Sie Temperament für andere Sachen. Die Tür. Oh. Haben Sie nichts gehört? Wenn ich küsse, höre ich nicht. Du weißt doch genau, dass ich die Tür zugemacht habe. Na, nun. Haben Sie das vielleicht verloren? Nein, Geld verliere ich prinzipiell nicht. Ach so. Verstehen Sie sowas? Jemand öffnet die Tür, schmeißt einen Bündel Geldscheine hinein und verschwindet wieder. Ich in Ihrer Stelle würde das Geld lieber zählen. Ja, 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 da haben Sie recht. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Madeleine! 9, 10, 11, 12, 13. Madeleine!14, 15, 16, 17, 18. Guten Morgen. Guten Morgen, Charles. Noch so wenig Menschen? Die kommen schon noch. Na, Charles, Sie haben mir noch gar nicht gesagt, wie viel Geld Sie gestern gefunden haben. Hatten Sie lange zählen müssen? Ja, spotten Sie nur. Einfach davon zu laufen, was? Ein Mann, der in den entscheidenden Minuten Geld zählt, das wirkt ernüchternd auf mich. Hallo, Charles. Ich habe mit meinem Papa telefoniert. Er bedauert es sehr, aber er fühlt sich immer noch nicht besser. Aber es ist seine eigene Schuld. Er hat gestern Abend wieder 37 Krebse gegessen. Ich befürchte, dass er sich in Zukunft nur noch rückwärts bewegen kann. Aber ich hoffe, ihn doch noch vor meiner Abreise kennenzulernen. Da bin ich sicher. Ich glaube auch. Guten Morgen.
Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, aber es ist gestern Abend zu spät geworden. Ja, ja, schon gut, schon gut. Aha. Stiliste, Chanson d'amour. Ja, wie weit sind Sie? Wir haben Sie mit Mühe und Not aus den Betten gekriegt, aber Sie ziehen sich schon an. Ja, aber rasch, rasch, Kindchen. Oh, so müde war ich noch nie. Gestern wollte sie nicht ins Bett. Gestern ist gut. Heute früh um 6 wollte sie auch noch nicht. Ihr seid noch nicht fertig? Beeilt euch, es geht gleich los. Anni? Wo ist denn Anni? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir haben sie noch nicht gesehen. Kinder, hier ist die Reihenfolge. Danke. Danke. Doris fängt mit Chanson d'amour an. Und niemanden ist mehr Verlass. Inge, wissen Sie zufällig, wo Anni steckt? Nein. Ist sie nicht hier? Nein. Ihr Bett ist unberührt. Sie hat die Nacht gar nicht in ihrem Zimmer verbracht. Das kann nicht sein. Nun haben Sie eine Ahnung, was alles sein kann. Gehen Sie runter zum Portier und erkundigen Sie sich, wann man Sie zuletzt gesehen hat. Ja. Für Papillon ist zu weit, Kinder. Was ist das? Gottes Willen, wer... Na, meine Kinder, wer hat das getan? Ich nicht. Ja, wo ist Anni? Was sagt sie dazu? Gar nichts. Sie ist spurlos verschwunden. Sie hat die Nacht gar nicht in ihrem Zimmer verbracht. Weißt du nicht vielleicht zufällig, wo sie war? Was, ich? Ich habe keine Ahnung. Ja, Kinder, was machen wir jetzt? Meine Damen und Herren, mein Name ist Pierre Papillon und mir fiel die Aufgabe zu, den Mann auszuwählen, der bei unserer Modenschau die einleitenden Worte spricht. Meine Wahl fiel einstimmig auf mich. Ich hasse nämlich alle Fest-, Einführungs- und sonstigen Reden und bin daher überzeugt, dass niemand kürzer als Pierre Papillon diese Rede halten wird. Ja, meine Damen und Herren, wir fangen an. Das erste Kleid, das Sie sehen werden, heißt Chanson d'amour. Doris, komm mal her. Ich bitte um Chanson d'amour. Ich bitte um das Lied der Liebe. Meine Damen und Herren, das Lied der Liebe will nicht erklingen. Ja, das ist sehr peinlich. Besonders für mich. Es wäre jetzt meine Aufgabe, Sie zu unterhalten, aber wie? Meine Damen und Herren, kennen Sie vielleicht den Unterschied zwischen einer Krankenschwester und einem Pinguin? Das ist... Oh, Sie brauchen den Unterschied gar nicht zu kennen. Chanson d'amour ist schon da. Ist allerdings etwas kurz geraten. Es handelt sich offenbar um ein sehr kurzes Liebeslied. Unmöglich. Mindestens 15 Zentimeter kürzer, als erlaubt ist. Was heißt erlaubt? Erlaubt ist, was gefällt. Man kann endlich wieder die Beine zeigen. Ich kann mir das leisten. So, raus. Der nächste. Komm, schnell. Es ging alles gut. Hört ihr den Applaus? Meine Damen und Herren, das nächste Kleid heißt... Der erste Ball. Was geschieht hier? Was ist mit Anni? Man hat sie nicht gesehen, aber dieser Brief lag im Fach für Herrn Fest. Das ist Annis Handschrift. Charles, hier ist ein Brief von Anni. Ich kann doch jetzt keine Briefe lesen. So, fertig. Raus. Die nächste. Diesen Brief musst du lesen. Goldtopaz.
Vermutlich hat sie sich nichts angetan. Hoffentlich. Ja, jedenfalls musst du die Polizei verständigen. Ja. Sehen Sie, das haben Sie davon, in dieser Jahreszeit in der Seen zu springen. Das ist kein Mann wert, glauben Sie mir. Sommerflirt. Moulin Rouge. Die Polizei. Ja? Jawohl, das ist sie. Um Himmels Willen. Na, Gott sei Dank. Polizeirevier, Rue Pierre Latif 111. Dankeschön, ich hole Sie persönlich ab. Hast du mit ihm diesen Seen gesprungen, aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Prost. Danke. Sie sind sicher sehr böse auf mich. Ich bin auf ganz jemand anderen böse. Es würde mich trotzdem interessieren, warum Sie es getan haben. Was? Beides, das mit den Kleidern und den kühnen Sprung in die Seine. Wollen Sie es mir nicht sagen? Ich kann's nicht. Ich kann's doch nicht. Mir nicht, aber vielleicht Charles. Ja, ihm vielleicht. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen Charles Fürst vorstellen, den Mann, der, wie ich feststellen muss, seit Jahren einen falschen Namen trägt. In seiner Heimatstadt nennt man ihn Seine Majestät, der Modekönig, aber Charles ist kein König. Er ist ein Revolutionär. Er hat, Sie alle werden mir recht geben, die Damenmode revolutioniert. Da ist er. Das sieht doch reizend aus, nicht? Oh ja. Und er hat mehr Glück als Verstand. Allerdings, Glück ist auch wichtiger. Kinder, ihr seid doch mal davon gekommen. Ja, wunderbar. Wo ist Barbara? Nimm an. Annie ist da. Annie ist da? Sage, Monsieur Papillon, er möchte mich für 5 Minuten entschuldigen. Sie sind zwar noch sehr jung, aber schließlich doch kein Kind mehr. Wie kann man sich in so einen Windhund verlieben, wie Charles einer ist? Ja, das frage ich mich auch. Annie, liebes Kind. Einen Moment, ich bin noch nicht fertig. Sie kennen doch Fatme, die Tänzerin. Bestimmt kein zart beseitetes Wesen und trotzdem. Charles ist es gelungen, selbst Fatme auf das Tiefste zu verletzen. Wissen Sie, was er ihr geschrieben hat? Aber das alles war doch ein Missverständnis. Die Karten sind zufällig vertauscht worden. Vertauscht? Ja. Sie haben mich damals also gar nicht eingeladen? Ich sagte doch, es war ein Missverständnis. Und warum haben Sie mir das damals nicht gesagt? Weil ich Sie nicht verletzen wollte. Weil sie so reizend aussah. Wahrscheinlich wird das Letztere der wahre Grund sein. Oh Gott, das war ich dumm. Ich schäme mich so. Lassen Sie mich doch einsperren. Einsperren? Warum? Ich habe doch die Kleider zerschnitten, die Modenschau unmöglich gemacht. Im Gegenteil, Kind, Sie haben Charles zu einem großen Erfolg verholfen. Er hat es eigentlich Ihnen zu verdanken, dass er im Augenblick als König der Modeschöpfer gefeiert wird. Ich müsste mich eigentlich bei Ihnen bedanken, aber trotzdem möchte ich wissen, warum Sie es gemacht haben. Weil ich so verzweifelt war. Warum waren Sie verzweifelt? Ich war in Ihrem Zimmer und habe gesehen... Was haben Sie gesehen? Wie Sie und Fräulein Talbot, wie Sie sie geküsst haben. Aha. Aha. Was wollten Sie in meinem Zimmer? Das Geld bringen. Welches Geld? Also ich muss alles ganz von vorne erzählen. Es war so. Gestern Abend, ich war auf meinem Zimmer, klopfte es plötzlich an die Tür. Es war ein Herr Gaston Terrier. Nun, Herr Terrier, schmeckt's? Danke schön. Übrigens, Frauen mit dicken Beinen werden von den kurzen Röcken nicht gerade begeistert sein. Ein Grund mehr für die Firma Papillon und Sohn, eine neue Strumpfsorte herauszubringen. Sehr zart, an den Seiten leicht getönt, der neue Schlankheitsstrumpf. Das ist ja eine tolle Geschichte. Sie glauben mir nicht? Doch, Anne. Nein, die Geschichte stimmt. Ich habe Beweise.
2000 Franc habe ich gestern Nacht in meinem Vorzimmer gefunden. Aber ganz verstehe ich die Sache doch nicht. Wenn Sie mir alles verraten wollten, warum haben Sie es denn doch getan? Weil ich wütend war. Ja, warum waren Sie wütend? Weil sie in dich verliebt ist und weil sie eifersüchtig war. Mein Gott, sind die Männer manchmal schwer vom Begriff. Och, liebe kleine Annie. Nicht. Halt jetzt keine Volksrede. Ja, du hast recht. Annie, wir werden Monsieur Papillon die ganze Geschichte erzählen. Kommen Sie. Ja, einen Augenblick, das hat noch 5 Minuten Zeit. Erst möchte ich dir etwas sagen. Annie, warten Sie doch bitte neben mir. Ja, Fräulein Hagen. Und jetzt zu dir, Charles. Ja? Das war dein letzter Streich, den ich mitgemacht habe. Stell dir vor, wenn man dieses arme Kind nicht rechtzeitig aus der Seine gefischt hätte. Ach, nicht auszudenken. Ich habe genug von deiner ewigen, leichtfertigen und dummen Flirterei. Wir sind geschiedene Leute. Wenn ich mich recht erinnere, waren wir noch gar nicht verheiratet. Oh doch, geschäftlich. Mein erster Weg in Wien führt mich zum Rechtsanwalt. Du kannst dir einen anderen Kompagnon suchen. Aber mein erster Weg in Wien führt zum Standesamt. Ich werde das Aufgebot bestellen. Ja, für dich und Annie. Ja. Barbara. Oder für dich und Fräulein Talbot? Komm, Barbara, natürlich für uns beide. Danke, aber mein Bedarf an Verlobung und Aufgeboten ist gedeckt. 3-mal hat es mir gereicht. Aber Barbara, ich bin doch bestimmt vernünftiger geworden, ne? Ja, bestimmt. Und etwas älter auch. Nein, Barbara, das war grausam. Das hättest du nicht sagen sollen. Ja, einmal musste ich es aussprechen, wenn du es dir selber nicht eingestehen willst. Und noch lange warten wirst du nämlich zu alt für mich. Was soll das heißen, dass... Das soll heißen, dass ich mir die Sache wohlwollend überlegen werde. Nein. Und jetzt mische dich in die Menge und lass dich feiern. Ja, nein, Barbara, erst ein Küsschen. Wie konntest du bloß so dumm sein? Jetzt verstehe ich mich selber nicht. Du übrigens, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe auch eine Dummheit gemacht. Du? Mit Charles? Aber nein, mit Axel. Also Inge, das ist eine Gemeinheit von dir. Aber Andi, lass mich doch ausreden. Ich habe Axel ein Telegramm geschickt, nachdem du verschwunden warst. Also, was hast du ihm telegrafiert? Dass er sofort herkommen soll. Das wird er bestimmt nicht. Kommen Sie, Andi, wir müssen zu Pierre. Die Sache ist zwar anders verlaufen, als ich dachte, aber ich könnte nicht behaupten, dass sie schlechter verlaufen sei. Ja, wir wollen aufhören. Wer? Der Atelier, der Miss Geld gegeben hat. Der große Herr mit der Glatze und mit dem Schnurrbart, der jetzt mit Herrn Papillon spricht. Kommen Sie mit. Da kommt er. Ich möchte lieber doch nicht dabei sein. Bleiben Sie hier. Na, Pierre? Ja, Charles, was decken Sie denn? Endlich habe ich die Gelegenheit, Sie meinem Papa vorzustellen. Papa, das ist Charles Fürst. Charles, das ist mein Papa. Herr Pierre, irren Sie sich nicht? Charles, ich werde doch noch meine alte Papillon kennen. Ja, das will ich meinen. Das Alte habe ich überhört. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Fürst. Auch wenn Sie mir die Hand nicht geben wollen. Nun, wie geht es Ihnen, Mademoiselle Becker? Warum haben Sie mich belogen? Sie haben gesagt, Sie heißen Gaston Terrier. Eine kleine Kriegslist, Fräulein Becker. Aber leider, Sie haben meinen Auftrag nicht präzise genug ausgeführt. Was? Sie wollen damit sagen, dass Annie meine Kleider in Ihrem Auftrag zerschnitten hat? Ja. Allerdings, Fräulein Becker, hat etwas zu sackhaft gearbeitet. Sonst hätte die Modeschau nicht stattfinden können. Sie wollten die Modeschau verhindern? Das war meine Idee, Charles. Und wenn Sie in Ruhe darüber nachdenken, müssen Sie zugeben, dass es eine sehr gute Idee war. Stellen Sie sich der Skandal vor. Alle Zeitungen wären voll gewesen und nicht in der Modespalte. Nein, auf der Titelseite. Einbruch in Luxushotel. Konkurrenz lässt Modelle zerschneiden. Ganz Paris hätte davon gesprochen, aber was sag ich? Ganz Frankreich, was sag ich? Ganz Europa. Oh, und wer hätte die Modeschau in einem Monat wiederholt? Und zu dieser Zeit wären Sie schon ein weltberühmter Mann gewesen. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen solle. Aber Sie brauchen gar nichts zu sagen, Herr Fürst. Wir können auch so sehr zufrieden sein. Und vor allem Sie. Wie? Sie haben die Mode revolutioniert, wenn auch ungewollt. Aber was macht das schon? Viele große Männer der Weltgeschichte sind für ihre Taten berühmt geworden, die sie niemals vollbracht haben. Allerdings, die eigentliche Schöpferin der Mode steht da. Sie? Oh, natürlich, Mann, ich habe vergessen. Wir schulden Ihnen ja noch 2000 Franc, bitte. Bitte. Oh. Ich glaube, das habe ich als Sonderhonorar für meinen Einfall verdient. Ganz der Papa. Die Air France gibt den Abflug
bekannt. Wir bitten die noch nicht abgefertigten Passagiere, sich dringend zur Zoll- und Passkontrolle zu bemühen. Halt mich fest, heirate mich. Die Passagiere mit den roten Bordkarten werden gebeten, sich zur Ausgangstür 4 zu begeben. Austrian Airlines geben die Ankunft ihrer Maschine aus Wien bekannt. Stecken Sie denn? Hier. Mit einem Kuss, so steht man auf. So beginnt der Tageslauf. Ach, wie schön das ist. Wie wohl das tut. Eine Frau ist gut. Und da ist schon der Kaffee. Frische Brötchen und Gelee. Da bekommt man schon früh morgens Mut. Eine Frau ist gut. Eine Frau, die weiß, dass ihr Mann der Beste ist. Auch wenn er einmal den Hochzeitstag total vergisst. Das Geschirr ist immer klar. Manchmal helf ich ihr sogar. Ja, das geht noch mal so gut zu zweit. Eine Frau